Morgen, morgen, Mensch, Midgard. Ja, hier sind wir in Total Tank Generals und Operation Uranus steht an. Ja, letztes Mal haben wir die Moskau-Offensive mit einigen Laden quasi noch auf 3 Sterne gebracht, sonst hätte ich nur 2 Sterne gehabt. Ich wollte aber nicht wie bei der deutschen Kampagne die erste Mission nochmal spielen, damit ich 3 hier kriege. Ja, fangen wir es mal an. Fall 1942. Seeking to conquer the Caucasian oil fields, in the summer of 1942, the Germans launched a great offensive on the Eastern Front, reaching the outskirts of Stalingrad. They hoped that the fall of the city that bears the name of the communist leader would hit the Soviet morale and bring about the expected victory. The fate of Stalingrad, where fierce fighting is currently taking place, seems uncertain. But the Soviet command with General Zhukov have spotted the enemy's weak point. Focusing their forces on the attack on the city, the Germans have less manned their left and right flanks. Your task will be to hit it right there. A bold pincer maneuver, combined with the surprise effect, will allow to encircle the enemy and take the initiative in the Battle of Stalingrad. Ja, dann bin ich wieder. Ja, mal gucken, ob wir es jetzt besser hinbekommen. So, oh, was gibt's denn hier Schönes? B3476B. Okay, gut, dass ich keine Ahnung von solchen Sachen habe. Aber wir wissen, das ist ein Jagdpanzer und ein mittlerer Panzer. Ansonsten kriege ich nur mittleren. Und der Jagdpanzer wäre natürlich wirklich schick. So, wie sieht's denn hier aus? Da haben wir also Stalingrad und hier müssen wir auch noch einen Ort erobern. Den hier oben müssen wir halten. Okay, hier sind schon mal Feinde überall. Hä? Warum ist denn hier ein Fragezeichen? Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist auch noch eins. Okay. Also die Feinde haben sich erstmal an der Waldgrenze hier vor der Stadt schon mal versammelt. Und hier drüben natürlich auch. Okay, wir können hier drüben keine spawnen danach mehr, weil wir keinen Punkt haben. Das heißt, ich muss hier rechts anfangen, gute Sachen hinzusetzen. Ach, wie war das mit der schweren Infanterie? Gegen was waren die denn gut? Gute Frage, wa? Das ist die Sturminfanterie, die da will ich haben. Nochmal nachschauen. Gut gegen leichte, weil sie da gut verschanzt sind. Ja, okay. Braucht noch was gegen Panzer. Gibt's, haben die eine Infanterie gut gegen Panzer? Ich denke mal, dass in der Stadt auch noch Panzer rumheizen. Ansonsten ist hier bestimmt alles verschanzt. Das heißt, ein Mörser wäre ja schon mal gar nicht verkehrt. Dann, weil sie hier hinten nicht weggebombt werden sollen, eine Luftabwehr. So, und jetzt vielleicht noch ein Panzer, wirklich. Oder eine Aufklärung. Aufklärung haben wir, glaube ich, keinen Platz. Einen mittleren oder einen leichten? Ich glaube, ich nehme den mittleren mit rein. Ja. Ich könnte natürlich auch eine Sturminfanterie einfach rüberziehen. Vielleicht nach da. Wieso geht das jetzt nicht? So, war Rechtsklick. Hahaha, verkackt. So, dann nehmen wir doch noch einen Panzer. Noch einen leichten dazu. Oder doch eine Aufklärung. Wir nehmen noch eine Aufklärung dazu, damit wir drüben was sehen. Ja. So, das heißt natürlich, der andere Aufklärer kommt irgendwo hier mit hin. Vielleicht gleich hier drüben, damit wir erstmal das Flugfeld kriegen. Weiß ja nicht, was hier drüben noch so rumgaunert. Setzen wir uns hier noch ein paar leichte Panzer in der Ecke. Die sind gut in der Bewegung. Ein bisschen Sorge um die Ecke hier vorne. Du kannst auch eine zurück. Hier packen wir die Panzerabwehr rein. Weil die ja von dort gut geschützt sind. Da packen wir vielleicht noch die Mörser rein. Schützen den ganzen Kram mit leichten Truppen hier. Noch mehr davon. Ja, weg da. So. Diese große Anzeige, meine Güte. Kavallerie über den Wald schicken? Ne, hier, das mit der Aufklärung zusammen. Noch einen leichten Panzer mit nach vorne. Ja, jetzt habe ich sowieso nicht mehr so viel Platz. Dann packen wir die beide in den Wald, wa? Kann ich jetzt gleich noch mehr dazu kaufen? Schwere Infanterie, gegen was war die gut? Ja, gegen die.
Aber der Rest ist... Ich habe halt nichts, was wirklich absolut geil ist gegen Panzer, ne. Die haben halt alle Infanterieverteidigung oder leichte Zieleverteidigung. Gut, die schwere Infanterie ist gegen leichte gut. Gegen Panzer auch nicht so verkehrt. Vielleicht hier noch eine geile Artillerie mit zu, nicht nur den Mörser. Oder noch... Eine Panzerabwehr mehr. Die Deutschen haben ja viele Panzer, ja, das machen wir erstmal. Artillerie, die hat glaube ich mehr Reichweite, da können wir von hinten auch noch mal ein bisschen reinplatzen. So, jetzt weiß ich bloß nicht, ob ich hier eine schwere Infanterie noch zupacken möchte oder eine Sturminfanterie vielleicht. So, dann haben wir nicht mehr so viele Punkte, egal. Mehr Plätze haben wir eh nicht. Insofern müssen wir uns damit klarkommen, was wir haben. Fangen wir mal an. Oh, irgendwer ist noch gestiegen. Oh, die anderen platzieren natürlich hier gleich erstmal mit Panzerabwehr, wo ich die ganze Zeit mit Panzern ausgerüstet habe. Ist natürlich schon mal kacke. Ich kann die auch gleich beschießen. Aber erstmal mörser ich die, glaube ich, weg. Den da. Erstmal die Verteidigung da brechen. Das Verschanzen Stufe 3 muss weg. Wie hoch sind sie jetzt noch verschanzt? Gar nicht mehr. Perfekt. Aber die haben natürlich ja auch eine Panzergrenadierregiment 200. Und die sind wiederum, mal abgesehen, dass sie getroffen sind, gegen leichte Sachen geschützt. Das heißt, ich kann mit dem Panzer hier einfach reinhalten, damit die Typen umfallen, oder? Kommt mir gar nicht ran. Bin immer noch Moral übrig. Verschämtheit. Oh, weg mit dem Bastard. Der Panzer ist sogar gestiegen. Da hätte ich Feuer machen sollen. Wobei, das ist ein leichter. Komm, den nehmen wir mal so. So, jetzt haben wir bloß noch die dreckige Panzerabwehr. Das müsste doch die Sturminfanterie jetzt hinkriegen, oder? Ah, okay, okay. Da ist noch eine Panzerabwehr. Aber die da werden wir erstmal versuchen, aus dem Leben zu schauen. Außerdem sind die anderen denn im Bedrängnis. Ach, scheiße, dann läuft man ja hier rein und die können auf mich schießen. Auf Fluch, da hätte ich vorher noch mal eine Artillerie reindrücken sollen. Obwohl, die schießen gar nicht. Warum nicht? Doch, jetzt. Artillerie. Gegenangriff. Wir haben ein Level Up. Perfekt. Jetzt nehmen wir da Bunkerbrecher, weil die ja sich überall verschanzen werden. Schreckgespenst, damit sie sich öfters verpissen. Wie viel haben die? 6. Das heißt, meine bräuchten nur zweimal angreifen, damit die sich verdrücken. Ja, wir nehmen mal Schreckgespenst. Und die beiden Panzer haben ja nun schon geschossen. Dadurch, dass das hier alles nur so eine Wichseinheiten sind, schießen wir da einfach mit dem Panzer rein. Los werden die ganzen Truppen. Kommt mal alle schon mal nach vorne, damit ihr alle Erfahrung kriegt. Ich vergesse das immer. Lass mal da drüben natürlich auch noch. Schießt die doch mal jetzt weg. Ach gerade, dann haben wir doch noch ein Level up für den da. Nehmen auch die leichte Ziele. Mit der Aufklärung weiß ich noch nicht. Müssen wir mal noch schauen. Vielleicht schicke ich noch meinen Pony mit hinterher. Ja, mach mal. Und stürm mal die Kacke da. Die Panzerabwehr auf jeden Fall weggeht. Noch mehr Feinde gesichtet, aber gleichzeitig ihre Ding zerbrochen. Okay, okay, gut. Bisher ist eigentlich noch ganz schick. Man weiß, was die Gegenoffensive gleich macht. Davor habe ich ein bisschen Schiss. Ah, ich habe eigentlich gehofft, den noch kaputt zu kriegen. Aber dann muss ich wahrscheinlich mit dem noch ein Stück vorfahren. Also kriege ich halt selber mit Schaden. Ich habe gerade nichts Schnelles mehr. Ich könnte die einfach eine rüberziehen, damit sie nicht so nah an dem Wald sind, falls die Truppen vom Wald kommen. Mir nochmal... Ja, was hole ich mir da am besten? Eine Sturminfanterie, wa? Ja, ich hole mir noch eine Sturminfanterie dazu. Ja, machen wir hier rüber. Jetzt schießen sie die... Ach ne, ich habe die bloß gesehen. Okay. Wir haben also dann noch mehr Truppen. Das war ja eigentlich zu erwarten. Aber wir können die da erstmal loswerden. Gerade. So, können wir mit irgendwelchen anderen Truppen noch bis rüber? Ich glaube nicht. Vielleicht noch eine Einheit holen?
Vielleicht na, einen kleinen Panzer für die Scheiße da. Denke ich nicht. Vielleicht noch eine Sturminfanterie. Wir brauchen ja viel Infanterie, würde ich mal behaupten. Ich will den Kram da drinnen weg haben. Komm, batz mal rein da. Hoffentlich zerfällt die Panzerabwehr. Warte, die anderen müssen auf sich verpissen. Gleich ist mein Level ab. Die kommen erstmal nicht weg. Komm, dann gehen wir hier Verteidigung, weil sie hier gerade einen guten Punkt hat. Da achte ich zwar später wahrscheinlich nicht mehr drauf, aber zumindest für den Moment. Guck mal, wenn du nach vorne fährst, haben die schon mal keine Überwachung mehr. Jetzt bin ich, ziehe ich gleich ein ganzes Regiment hier rein. Das ist leider nur eins. Ich hätte die gerne schon vorher nochmal irgendwie gebrochen. Haben wir noch eine Artilleriemöglichkeit? Haben wir nicht. Könnten noch einen leichten fortschrittlichen Panzer mitzuholen. Aber dann sieht es mit den Punkten, ja, komm, scheiß drauf. Dann sieht es mit den Punkten halt nicht mehr so geil aus. Leichte, leichte und nochmal leichte. Na dann halt mal zweimal Rinder. Jetzt guckt ihr nach vorne. Ja, shit, von da drüben schießt natürlich auch noch was. Ja, aus allen Ecken und Enden feuern sie. Aber es ist bloß ein Aufklärer, okay. Meine treffen natürlich ungünstig, weil die da halt sich verschanzt haben. Komm, hinterher. Ist jetzt nicht optimal für meine Truppen, gegen das Ding da zu fighten. Aber wir müssen sie ja wegkriegen, was wollen wir machen? So. Mehr mittig. Mehr mittig, wa? Ich weiß nicht, was noch kommt. Ja, nehmen wir die als Kanonenfutter leider mal. Ach Gott. Shit. Okay, okay. Ist gut. Ja, jetzt habe ich euch schon weiter gedrückt. Der hat noch richtig auf den Sack gekriegt. Der wird wahrscheinlich nächste Runde angegriffen und fallen. Ja, das hätte ich doch nicht hinlaufen sollen. Ich hätte vielleicht hier hinlaufen sollen oder so. Hm, das war ungünstig. Na gut, jetzt ist es wie es ist. Haben wir da drüben jetzt noch was? Der Aufklärer kann halt nochmal schießen, ja. Oder die noch vertreiben. Weil dann sind die bloß weg und heilen sich. Naja, ist auch nicht so geil. Komm, wir ziehen Aufklärer einen rüber. So, jetzt müssten wir alles nur noch hier oben haben. Nee, auch nicht. Ja, du kannst ruhig da bleiben. Haben wir jetzt alles hier? Ich will aber wissen, dass ich nicht noch irgendwo was erwarte. So, den hat man noch. Artillerie, ja komm, fahr mal ruhig eine vor noch. Wie weit hat die Reichweite bis Kartenrand jetzt? Also alles. Gut, gut, gut. Da ist ein guter Punkt für dich. Die haben bestimmt auch so eine Scheiße hier, wa? Bestimmt in Stalingrad? Oder hier hinten am Flugfeld irgendwo? Hm. Ja, wie macht man das hier? Haben wir so wenig Truppen und kriegen keine Verstärkung ran. Mal abgesehen, dass ich keine Punkte mehr habe. Hier sind auf jeden Fall Truppen. Hier ist aber auch überall scheiß Wasser, ja. Scheiße, jetzt hätte ich hier Truppen gebraucht, die natürlich übers Wasser können. Das wäre natürlich optimal, wenn ich hier hinten rumgekonnt hätte. Um die von zu umzingeln. Hm. Stehen halt hier und da. Was ist denn, wenn wir erstmal mit einem Mörser reinbatzen? Und einmal da. Und da wir keine Panzerabwehr stehen haben, oder? Hm, kommt halt echt nicht ran an die Bastarde. Bin ja jetzt gezwungen rumzulaufen. Und dann kann ich aber auch schon nicht mehr schießen. Sieht mit dem Panzer aus, der kommt auch nicht voran. Ja komm, dann schieben wir den erstmal in den Wald. Jetzt sehen wir die dreckigen Schweine schon mal. Was haben wir hier? Eine schwere Infanterie. Noch eine schwere, da würde meine Infanterie jetzt völlig drauf auflaufen. Ich muss der Panzer das erstmal regeln. Die Flak kann nicht schießen, ne, die müsste halt eine vor. Dann habe ich jetzt Angst, dass die mich stürben.
Das wäre ungünstig, glaube ich. Machen wir mit denen auch noch rum und schießen darin? Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ungünstig. Hier verschanzt du hier noch ein bisschen mehr. Dann können die hier beide Felder nicht betreten. Aber jetzt gehe ich jetzt hinten rum und gucke, ob ich hinten lang kann. Nachher sehen die mich da, ist auch blöd. Nachher sind hier noch Truppen. Andererseits heißt es ja auch, dass die Deutschen links und rechts flankieren soll. An sich ist das ja nicht mal dumm, wenn ich eine Truppe hier lang bewege. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich weiß es nicht. Wir können ja bloß probieren. Jetzt hätte ich vielleicht hier drüben auch probieren sollen. Na gut, wenn die das hier erobert haben, dann können die ja hier rüber. So, haben wir noch irgendwen? Die Flak natürlich, natürlich. Sollte aber nicht hier hin. Die sollte ruhig da bleiben. Na dann, weiter geht's. Wie viele Runden hatten wir eigentlich Zeit? Nochmal schnell schauen. 6 Runden nur. Habe ich gar nicht geguckt am Anfang. Natürlich. Boah, 6 und 4. Ich habe hier drüben keine Flak. Scheiße. Die Flak vielleicht da haben sollen wir. Da rollen schon die ersten deutschen Panzer. Solange meine im Wald sind, könnte es glaube ich gehen. Oh, da kommt die auch voll rück. Ja, das war klar. Okay, das hat eigentlich erstmal gut gehalten. Wer weiß, was da noch kommt. Da kommen noch mehr Panzer, natürlich. Ist jetzt über die Brücke gekommen oder vom Flugfeld? Ich meine, ziehen sich zurück. Der hat Sturmangriff, so, ja, macht der Sack. Nein, das war klar. Die heizen jetzt alle mit ihren Panzern vor, aber müsste gleich mal meine Panzerabwehr die wegschießen können. Okay, die haben gut verteidigt. Sehr, sehr gut. Erstmal meinen Aufklärer da in Ruhe. Jetzt verschanzen die sich auch noch. Mörser haben wir natürlich auch noch dabei. Gott. Scheiße, Mann, was ist denn das für ein Widerstand hier? Peil natürlich auch immer exakt die an, die am wenigsten Waffe haben. Ist natürlich nicht dumm, mache ich auch nicht anders. Gut verkriegt, wenn ich erobert, vergiss es. Wurde jetzt hier geballert? Von da aus dem Wald. Ach komm. Wo waren denn jetzt die zweiten her? Oh Gott, scheiße, Mann. Okay, er ist zumindest gut gedeckt da drüben. Ich glaube, ich ziehe mich mit denen hier wieder zurück. Okay, es hat nicht funktioniert. Absolut nicht funktioniert. Jetzt schießen wir aber erstmal den Panzer da rein. Nochmal, damit er auch nicht weg ist. Natürlich wieder nicht geklappt. Die müssen wir hier mal die Moral brechen. Reichweite, Reichweite. Ja, komm, Reichweite, du Buster. Das funktioniert der ganze Scheiß wieder nicht richtig. Ziehe ich den jetzt vor? Oder was mache ich mit dem? Luftabwehr Genauigkeit wäre natürlich nicht. Oder eine allgemeine Genauigkeit. Nee, wir nehmen richtig Luftabwehr Genauigkeit, damit hier gar nicht erst was angeschissen kommt. So, du hast die einen ja schon gut erwischt. Den machen wir nochmal auf die da. Und die müssen sich auch mal zurückziehen. Ich kann hier keine Truppen ranholen, ne? Sollen wir den eine vorfahren? Den die reinhalten. Ich will ja nicht, dass die sich heilen. Shit, meiner hat auch bloß noch 2 Treffer und jetzt komme ich mit dem nicht mehr weg. Das war vielleicht sehr, sehr dumm. Kann halt nirgends hinschießen wegen der Stadt da. Ja, das ist sehr, sehr schlecht. Dann schießt die mal aus dem Walter erstmal raus. Wenn die schon irgendwo hin? Ne, erst nach dem Angriff. Ziehe ich jetzt alle vor? Kommen die irgendwo rüber? Natürlich nicht. Nicht ernsthaft zumindest. Komm, dann macht ihr rüber. Schießt die da weg. Akkurat.
Wenn ich hier hingehe, sind die da im Gefangenschaftsmöglichkeitsbereich. Ah, der kleine Panzer kann man ja noch beschießen. Nee, das lassen wir lieber. Die kriegen wir nicht darüber gezogen. Okay, wir haben halt noch Artillerie. Könnt ihr natürlich auch einfach hier drüben rinschallern. 2 bis 6. Mach mal bitte. Braucht da drüben Unterstützung. Ach komm, da wo du wirklich Schaden machen sollst, hast du natürlich wieder keinen hingekriegt. Blödkopf. Shit, ich hab hier halt auch nichts mehr. Fuck. Na gut, wir müssen uns das Elend hier drüben angucken. Also wir haben hier noch ein bisschen Panzerabwehr. Machen natürlich Schaden auf mich, weil ich zu nah ran bin. Also müsst ihr eine zurückfahren. Panzer wegschallern. Das macht ihr auch nochmal. Dann schießt man lieber auf den, da haben wir Chance, mehr Schaden zu. Oh Mann, ihr müsst doch mal treffen! Ach komm, ihr seid einfach zu blöde. Komm, bombt den mal raus da, den Scheiß. Das Verschanzen muss weg. Immer noch um einen verschanzt zu ist. Ja. Gut, damit noch könnt ihr natürlich, wenn er steht, zweimal schießen, aber. Das macht er jetzt nicht. Schicken wir den einfach weiter vor. So. Hab ich hier nicht noch einen mittleren gehabt? Bin ich blöde? Nur einen? Das wird alles leichter? Gut, aber von hier aus kannst du ja zweimal schießen. Dann machen wir bitte kaputt jetzt. Quatsch da. Vielleicht immer noch nicht. Den haben wir schon, den haben wir schon. Komm, dich haben wir schon durch. Dich haben wir schon durch. Hätte ja andere getroffen, hätte es ja auch funktioniert. Aber die wollen ja immer nicht. Die Sachen sich ja immer treffen. Was soll das sein? So, die drei kriegen wir leider auch nicht mehr daran. Aber wir könnten die wirklich hier rüberziehen. Da hier in der Mitte? Ne, da steht halt auch schon wieder mit eurer Panzer. Gut, hier komme ich nicht ran. Überlege ich, konzentriere ich mich jetzt auf diese Flanke, damit ich auch den seine Luftscheiße wegkriege. Vielleicht immer noch nicht. Na endlich. Ich könnte hier rüberfahren, damit die da nicht noch nachschießen können. Ach komm, stimmt ja. Oh Mann! Die Flugfelder sind hardcore gesichert. Kann ich mit Panzern und so gar nichts machen. Ja, guckt ihr mal hier rüber. Ihr versucht euch mal wieder zu reorganisieren. Die Mörser haben wir schon benutzt. Die Artillerie haben wir schon benutzt. Bleibt mal hier stehen. Ihr müsstet eigentlich mal hier rüberkommen, damit ihr da nicht mehr wegkommt. Ja, ihr müsst ja sowieso rüber an sich. Vielleicht kriegen wir ja von da die eingenommen. So, wir können zu 79% stürmen. Da habe ich ja schon alles benutzt fast. Oder habe ich nicht schon alles benutzt? Ihr könnt nochmal Feuer reinballern. Schießt mal in die Pfeifenköpfe. Das war doch gar nicht so schlecht. Jetzt ist sogar der restliche Deckungsscheiß weg. So, brauche ich jetzt alle zum Stürmen oder nicht? Was ist denn, wenn ich nur die beiden nehme? Weil dann 97%, der kommt 97%, das muss gehen. Wir müssen da weggetrieben werden. Wir müssen einfach hier über diese Orte hier runter, damit die hier nicht alles schießen können. So, dann kann ich den nämlich nochmal nachrüsten. So, wie schaut es auf der Seite aus? Ist halt schwere Infanterie da drin, ja. Die schießen meine doch über den Haufen. Komme ich also nicht so ran, so wie ich hoffe. Hier müssen wir vorher noch ein bisschen Artillerie reinballern, damit wir so loswerden. Aber vielleicht schicke ich das Pony noch mit rüber. Ne, das bringt nichts. Der macht so wenig Schaden. Also gerade gegen die ja schon wieder. Weg hier, schwere Infanterie ist halt unser Problem gerade. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Wir können noch einmal mörsern.
fährt zumindest der scheiß Panzer weg. Dann brauche ich vielleicht doch was hier drüben, damit er sich nicht heilen kann, aber... Die ins freie Feld schicken? Sonst heilt er sich, wir müssen... Wir brauchen die irgendwie da drüben. Panzer kann ich hier nur nicht brauchen, weil die ja die scheiß Abwehr hier haben. Muss mit denen hier rumkommen oder rüberfahren. Ja, komm. Wir fahren in den Wald. Könnt ihr zwar nicht mehr machen, die Runde, aber... Schicken wir die auch noch mit zu? Ich weiß ja nicht, weil hier der Druck nach wird, aber ich brauche halt auch Truppen hier drüben. Allerdings haben die auch keine Chance gegen die da, oder nur bedingt. Dann ziehen wir die mal vor und verschanzen uns so ein bisschen im Wald. Und ihr macht mit rüber? Ich könnte natürlich bis hier rüber ziehen einfach. Dann könnt ihr gar nicht mehr weg und versuche das wirklich zu flankieren. Ja, komm. Den kriege ich leider nicht mehr zurück, da ich auch voller Scheiße baut. Hier mit reinziehen, nicht dass da ein Sturmangriff kommt. Außerdem sind sie dann nicht mehr so auf dem freien Feld. Damit haben wir alle Einheiten. Oha, so richtig vorankommen wir gerade noch gar nicht. Hoher Widerstand, rechts. Oh Mann, jetzt waren meine Verschanzen schon wieder weg. Nun runter. Ach komm. Gut, verfehlt. Mensch, wenn es ein Eintrost, aber dann machen die anderen den jetzt kaputt. Da steht ja noch die schwere Infanterie, die macht das. Ja, hier kommt er aus der Ecke nicht weg. Gehe ich mal von aus, oh, jetzt kommt der mit auf den Panzer vor, ihr Heiz. Das fand's vielleicht. Ja, gut, das wird klar. War es vielleicht ganz gut, dass ich dadurch die leichten Panzer rübergezogen habe. Wasser hat zumindest einen Vorteil, die können auch nicht rüberstürmen. Guck an, da kommt Infanterie von hinten noch nachgezogen. Jetzt kommt alles raus aus der Stadt, oder was? Ich dachte, ich soll die flankieren, aber die haben meine Flanken überall Zeug. Ja, die sind übel. Kriegen sie die noch? Bitte bleibt stehen. Nein! Einfach zu viele Truppen da drin. Ey. Die Artillerie hinterher, meine Panzer nochmal durchnudeln. Der Mörser kann nochmal bearbeiten hier. Dann fallen die einen schon mal weg. Komm, mach mal da auf. Natürlich verfehlt. Wie soll es auch anders sein? Oh mein Gott. Ach du Scheiße hier. Vielleicht doch die Flagge rüberziehen sollen vorhin. Und nicht dahin. Hätte ich jetzt noch auf den Panzer jetzt schießen können. Nur 62% Chance und so haben sie zumindest eine Chance zu kommen. Eingenommen. Und dann, ja, wir lassen uns erstmal kurz da stehen. 4 bis 7. Flak hat er auch noch da. Gibt es eigentlich was, das er nicht hat? Soll ich denn hier irgendwie rankommen an die ganze Wichse? Oh, warte mal. Das sah doch nach was aus. Jetzt bloß, dass die Panzer... Na doch, die können eine rüberfahren. Was haben wir jetzt noch mehr? Ja, komm, den fahren wir weg. Der muss weg. Bitte triff. Rüberlaufen? Die nicht mehr weg können. Und meine sind auch schon so hart angeschlagen. Das hätte gefährlich, mit denen abzuhauen. Wie sieht es hier drüben aus? Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Das ist echt hardcore mit den Rosen, ey. Hier muss halt auch den erstmal wieder nachladen. Ich müsste halt diesen Punkt hier erobern, damit ich Truppen holen kann. Ich weiß auch nicht mehr, was hier unten noch hockt. Thank you.
natürlich. Die haben verfehlt. Jetzt machen die extrem mehr Schaden als ich. Aber wir können die rausholen. Geschlossene Verteidigung. Lass sie nur kommen. Diese Einheit erhält jetzt ausschließlich während feindlicher Runden 2 zusätzliche Verteidigung. Ja, komm, mach das mal wieder. Verzeihung. Ich müsste ich eigentlich mal reparieren, sozusagen. Ich nehme die mal eine nach hinten. Vielleicht für den Vormarsch nicht so optimal. Ja, so richtig Schaden mache ich gegen dir nicht. Das sind eine Panzergrenadiere. Vielleicht sollten wir erstmal die da versuchen wegzuschauen. Treffen ist irgendwie nicht euers, würde ich mal so ganz, ganz grob behaupten. Wenn ich die halt jetzt so rüberziehe, dann ist halt auch blöd, weil ich die nicht erheilt kriege. Aber ich kriege die Runde eh nicht erheilt, also kann ich sie doch rüberziehen. Machen wir einfach, komm. So, jetzt sind schon mal über den Teich. So, da kommen wir ja auch so nicht rein. Die machen zu viel Damage. Ja, die schwere Infanterie ist halt das Harte. Die Panzergrenadiere. Die sind doch alle gut geschützt hier. Da kommt man nicht so gut voran. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist mit dem Mörser, der ja nun genug Reichweite hat. Nachladen. Okay, mit der Artillerie. Wir müssen ja hier durchkommen, damit wir an die Flughäfen rankommen, unter anderem. Doch, mach mal. Okay, so geht's ja auch. Was ist, wenn ich das Pony nicht mitnehme? Schaffen sie es zu 92%. Dann ran. Ach, geil. Ich könnte wissen, was der da unten noch hat. Was haben wir hier? Nochmal schwere Infanterie. Verdammt. Hätten wir hier zumindest einen Punkt, um von hinten ranzukommen. Es wird ein harter Kampf dort unten, würde ich fast behaupten. Ich stelle den jetzt auf dem freien Feld und mache das hier mit der Überwachung, damit, wenn die. Die kommen aber nicht raus, glaube ich. Aber wahrscheinlich schießt er dann mit seiner anderen Kacke bei mir rein. Ne, wir gehen nochmal eine zurück und machen das jetzt. So, wir sind in Deckung. Kriegt die nicht rausgelockt, bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt sieht es also danach, ob wir diesen Punkt dort erobert kriegen. Das schießen wir vorher mit dem Panzer nochmal rein, dann schießen die unten auf mich, wa? Was ist denn, wenn man irgendeinen Heinzkopf davor schmeißt? Du musst nochmal ein bisschen rumlaufen hier. Lass die erstmal alle schießen, genau. Null Prozent Chance? Ach, weil es schon mal über einen großen Teich geht. Oder was? Nö. Die sind einfach nur so hardcore, weil die dreckige Einheiten dort stehen haben, okay? Gut, dann muss der leichte Panzer erstmal ein bisschen ran. Erstmal ein bisschen was rausballern. Weg mit dem ganzen Pack hier. Ich muss das Aufwerten immer um einmal früher machen. Ich mache das immer schon, wenn sie geschossen haben. Theoretisch hätte ich auch alle Panzer vorher hier hinziehen können. Auf der Flanke keine Verteidigung mehr, wenn ich das mache. Egal. 0%. Oh, scheiß auf den Schaden. Sturminfanterie scheint halbwegs gut zu sein gegen die. Ja. Jetzt hätte ich gerne noch eine Truppe mehr, die das kann. Ja, hier löse ich bloß die alle damit aus, davon habe ich nichts. Aber ihr könnt damit reingehen zumindest. Ich kann hier keine Truppen ranholen, ne? Ne. Ich kann bloß hier oben ranholen.
Rest haben wir alles noch nicht. Ich bräuchte hier drüben halt noch meine einen Panzer. Vielleicht nur einen leichten Panzer mitnehmen und da drüber fahren? Verschanzen? Weil, ihr könnt ja gerade nichts. Der ist Kanonenfutter wahrscheinlich. Hier drüben brauchen wir weiter Flak-Unterstützung. Fragezeichen. Den schießen wir mal weg. Genau. So, jetzt haben wir immer noch Panzerabwehrkram. Da kann ich bloß nichts anfangen gerade. Ich sehe gar nicht mehr so viele deutsche Panzer, muss ich zugeben. Vielleicht haben die gar nicht so viele diesmal. Das ist eine gute Frage. Wo stelle ich den jetzt hin? Ich glaube hier, da ist ein guter Schütz von hinten und der kann von hier nochmal ballern, falls doch was vorheizt. Auch wenn der nicht die richtigen trifft, ist ja auch nicht so schlimm. Den mittleren Panzer noch mit nach vorne ziehen? Der hat auch nicht mehr so viel Money. Na gut, ist ja, der kann ja trotzdem schießen. Oder schießt den mit, zieh ihn mit rüber. Damit die den nicht abschießen, der ist ein bisschen wichtiger fast. So, damit haben wir schon wieder alle benutzt. Wir kommen in Stalingrad einfach nicht voran. Stalingrad ist einfach pervers. Ich habe rechts einfach nicht die Möglichkeit, Truppen einzusetzen. Und hier haben sie halt eine gute Verteidigungsfront mit sehr vielen Truppen. Die Panzer sind jetzt ganz gut dort drüben tatsächlich, damit die ganze Infanterie da nicht ganz so leichtes Spiel hat. Oh scheiße, hier kommen wir von Teich und dem Flughafen. Ah. Was jetzt? Hat die Flakko noch ein Level abgekriegt? Oh, Schaden. Artillerie auch noch hinterher. Aua. Jetzt hauen die wieder ab. Komm, mach mal weg jetzt hier. Dann, der kann halt von dort nicht schießen. Da fahren eine Stadt. Ihr braucht echt mal Munition. Ihr braucht eigentlich alles. So. Duck, wie gesagt, kann nichts machen. Ist zu stark verschanzt, der Mist. Wir brauchen erst wieder Muni. Ihr müsst auch wieder. Gott, das frisst so viel Zeit, das hier zu erobern. Ich weiß noch nicht, was ich mitmache. Vielleicht schieße ich mit der Artillerie von hier drüben. Dann mit der hier natürlich. Damit ich die nochmal ein bisschen das Verschanzen wegnehme. Aber ich will halt auch hier Vormarsch machen. Wie weit kann denn der Mörser auf der Seite? Mach du das hier erstmal. Das war gar nicht verkehrt. Jetzt kann er aber nichts mehr machen. Doch, er kann hier auch nochmal bearbeiten. Das heißt natürlich, ich bin auch gefährdet, dass die Infanterie jetzt hier nicht reinläuft. Was ist denn das Feld hier so eklig, dass die nichts mehr machen können danach? Was war das hier? Beim Sturmangriff, ja. Okay. Reicht noch nicht ganz. Oh. Irgendwas im Hals einfach nur. Und der Level Up, das ist schon mal gut. Ja, die lassen wir jetzt nicht entkommen hinterher. Ich darf nicht in meine Reihen rumgammeln. Akkurat. Gepackt. So, kann ich immer einen großen Teich mehr schießen? Ach ne, der hat schon. Die haben beide schon, deswegen. Gut, damit ist ja eigentlich alles gesagt hier drüben. Du machst jetzt einfach mal in das Feld rein, damit wir dich da haben.
So, bleibt wieder die Frage mit der Artillerie. Hier rein wäre halt super gut. Aber hier nimmt es halt auch die Deckung. Wir nehmen die Flughäfen. Ich hoffe, dass ich die nehmen kann. Ist das was wird? Haben die alle schon geballert? Haben die noch irgendwelche Effekte? Ne, haben sie nicht. Das heißt, wie viel brauche ich hiervon, um das hier zu stürmen? Gar nur den einen. Hätte vielleicht auch einen schwächeren nehmen können. Rüber mit euch. Rüber mit euch. Können wir das stürmen? Ja, mach mal bitte. Ziehen die sich jetzt einfach noch weiter zurück? Oder wie hantieren die? Hier rüber und... Wir hatten alles schon benutzt. Was ist denn? Ich will halt die Truppen hier weg haben. Die scheiß Mörserkacke und alles. Wenn ich die hier rüber ziehe und noch einen Panzer mit hier hinziehe. Ja komm, wir ziehen den Panzer jetzt wirklich dahin. Ich weiß nicht, ob ich von dort das rüberstürmen kann. Ich stürme es fast nicht. Wir versuchen es mal. Doch, geht. Dann hauen wir die unten jetzt weg. Perfekt eingenommen. Sturmangriff erfolgreich. Nochmal Geld dazu gekriegt. So, jetzt die Hampelkippe hier unten beschießen. Alle Mann, jetzt komm. Immer noch nicht. Was ist denn das für eine Truppe da? Der kann halt nichts reißen. Fuck. %45 hat sie ja noch abgenommen. Shit. Vielleicht erst den Luftschlag reinhalten sollen. Ne? Also ich sende hier nochmal eine Truppe ab, die das dann machen soll. Kann ich nicht. Vielleicht können wir die schießen. Hier könnte ich nochmal reinschicken. 8 Punkte. Hier sehe ich die Flagge ja nicht, aber die ist ja hier. Nee, das wäre blöd. Das wäre hier auf der Seite gerade insgesamt blöd. Halt keine Punkte mehr so richtig. Dem hier fehlt eine Reichweite. Mehr Moral. Ne, komm, falls die nächste Runde wieder. Falls ich das hier gewinne und noch mehr Panzer kommen. So, jetzt muss hier einer noch schnell weg. Die waren schon bewegt, ja. Ich muss die bewegen. Ja. 85%. Also ich würde den Panzer halt gerne reparieren, aber ich glaube, das ist gerade ungünstig. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Reicht 85%. Habe ich noch irgendwas, was mitschießen kann? 76 97. Komm, beide Flughäfen, beide Flughäfen. Bitte 3% verkacken wir Traum, also ein Abtraum. Okay, wir haben beide Flughäfen. Wir haben beide Flughäfen. Die Flak ist weg. Halt. Die waren jetzt alle schon am Schießen. Ja, die sind schon durch. Der kann auch nichts mehr.
Den können wir jetzt eigentlich auch hier mit rüberziehen. Komm, versuchen wir es. Will die Ecke noch haben. Kein Risiko. Jetzt aber, jetzt ist ja die Deckung nochmal gesenkt. 96%. Weg mit euch, ergibt euch, ihr Bastarde. So, dann habe ich wieder Nachschub. Nachschub. Ach scheiße, das hört immer noch den. Jetzt einkesseln da. Müssen die da irgendwie die ganze Verteidigung loswerden? Ich krieg halt leider keine Artillerie mehr aufs Feld. So, ich habe also nur noch hier ein bisschen Flak. Die kann ich halt auch nicht vorziehen. Den Sturm, die Typen einfach und die Flak ist weg. Die kriegen sie leider nicht tot. Schanzen wir uns jetzt hier drüben, was wollen wir machen? Hilft ja alles nichts. Kommt, fahrt schon mal ein Stück vor. Ja, könnt ihr von dort aus einfach alle da reinballern. Ach, guck mal, du kannst sogar von jetzt noch reinschießen. Oh, nicht schlecht. Hauptsache, wir nehmen den da drüben alles. Ja, fahr rüber. Du kannst jetzt nichts machen. Du bist auch durch. Artillerie, die trifft ja, glaube ich, alles, bis auf das allerletzte Feld da hinten. Das heißt, wenn ich eine vorziehe, trifft er einfach alles. Aber ich brauche das Feld auch nicht. Aber vielleicht erhöht sich die Genauigkeit, wenn er ein Stück näher ranfährt, was weiß ich. So, unsere Zeit drängt. Wir haben nicht mehr allzu viele Runden. Zumindest nicht, wenn wir 3 Sterne erreichen wollen. Scheiß Artillerie. Puh. 2 Runden. Braucht doch bloß dieses eine Stalingrad-Feld. Ich halte mich hier zu lange auf. Guck mal, du bist sowieso langsam, aber wenn du stehen bleibst und schießt. Reparieren, habe ich dafür Zeit? Fahr du erstmal rüber. Komm, schieß mal über den Haufen, ihr Mist. Bisschen weg da. Wissen wir noch nicht, was wir mit dem machen, aber der fährt jetzt hier rein. Was haben wir denn da drüben? Ich weiß es nicht. Luftaufklärung, dann kommt natürlich wieder die Flak. Wo ist denn die dreckige Luftaufklärung gewesen? Der hat ja auch noch einen Panzer hier drüben. Komm, Mörser, jetzt den Kack da weg. Verpissen die Hampelköpfe sich wenigstens. Jetzt müssen wir bloß den Panzer noch hier wegtreiben, irgendwie. Der scheiß Panzer muss weg. Mit allem, was ich habe. Hier kommen wir nicht rum, weil ihre Artillerie da hinten gammelt. Da habe ich auch gar keine Zeit mehr, die mir zu holen. Die schwere Infanterie ist ja nicht so verkehrt, aber gegen den Panzer reißt die auch nichts. Die kommt doch, glaube ich, nie mehr an den Feind. Wäre doch keine Panzerartillerie, die jetzt hier nochmal reinschießen kann. Panzerabwehr hier hinschieben, dann kommt die raus hier ran, weiß ich nicht. Dann können die erstmal da drüben ein bisschen beballern. Ist ja auch nicht schlecht, wenn die da umfallen.
Der Mörser ist gerade unbrauchbar, soweit wie der weg ist. Also ziehen wir den jetzt komplett in den Wald rüber. Der Panzer könnte sogar bis hier rüber rinfahren. Dann kann der von dort aus noch mit unterstützen. Das machen wir einfach mal. Na komm, ob du da hinten rumgammelst oder stehst jetzt hier mit rum. Kannst du sowieso nicht weiterschießen, also kannst du auch da bleiben. Das passt schon. Ich glaube, das passt schon. Was ist denn da drüben eigentlich noch? Mal Infanterie, wenn wir bis rankriegen. Vielleicht eine, die noch nicht tot ist. Also gefühlt. Mal, die können wir erstmal bis da reinziehen. Da sehen wir, dass da einfach noch mehr Panzergrenadiere rumgammeln. Plack war doch hier irgendwo. Ich würde die halt gerne vorher sehen. Dann lauft einfach mal rüber. Das war zumindest geht. Ah, ich habe keine Zeit mehr, die glaube ich zu schützen. Irgendwie anders. Kommt auch mal ein Stück vor. Ist jetzt nur noch irgendeine Truppe, die nicht weiß, wie sie rüberkommt? Ja. Vor mit euch. Okay, die zwei können wir also auch noch mit nach vorne ziehen. Die hat echt wenig Treffer. Aber den könnte ich vielleicht nochmal von hinten immer schießen lassen, um den einen Hampelkopf hier wegzukriegen. Leider kein Level up. Achso, da fehlt sogar noch ein bisschen mehr. Gibt noch ein bisschen Deckung von hinten. Den Rest haben wir schon benutzt. Oh, der könnte zwei vor und da auch nochmal reinschießen. Jetzt hier echt alles rausholen, was noch geht, ey. Den Panzer halten? Eigentlich reicht. Ich komme oben, glaube ich, nicht durch. Ich glaube, es ist besser, wenn ich von hier durchgehe. Mal die vertreiben? Oder einfach direkt den Stalingrad reinschießen? Hier kommen wir, vertreiben die aus der Stellung. Gucken, was die haben. Ich meine, ich muss ja sowieso rein. Ja, komm, wir gucken, was die haben jetzt. Okay. Aber das Ding müssen wir in der nächsten Runde schaffen zu erobern. Ich sehe leider die Flak immer noch nicht. Hm. Komm hinterher. Du kannst nichts mehr machen. Hier ist nicht so richtig, hier drüben ist eklig. Was ist Mensch mit dem Panzer? Ich komme hier auch nicht rum wegen den seiner scheiß Kontrollzone. Komm, fahr über den Teich. Kannst nicht rüberfahren? Wieso nicht? Shit. Komm, schieß auf den Panzer, dann muss schwächer werden wenigstens. Oh Gott, meiner hat richtig Schaden kassiert. Ich noch eine schwere Infanterie verlieren, aber wenn ich das Ding hier oben, na doch, die braucht man nicht unbedingt. Da oben ist ja mehr Ablenkung als alles andere. So, wenn die reinlaufen, werden sie beschossen. Was ist denn das? Hat schon wieder schwere Infanterie. Ich kann Truppen besorgen. Was steht da drin hauptsächlich? So eine Scheiße, ja. Mörser braucht zwei Plätze, ja. Null Prozent. Ja, ich will die einfach wegschießen. Komm. Shit. Nicht gereicht. Der Bombenangriff wäre halt jetzt super schön, um ihre scheiß Verteidigung hier zu brechen. Vielleicht heben wir uns das auf, wirklich für die nächste Runde. Ja, ihr blockt das hier nicht, wenn ihr jetzt hier was macht.
Hier da eine vor, komm. Die Luftabwehr hält hier oben auch noch weiter Stellung. Der Panzer muss halt dann reagieren. Der kann nichts mehr, der kann nichts mehr, der kann nichts mehr. Die Sturminfanterie kriegt gerade auch nichts mehr hin. Den kriegen wir nicht rüber über den Teich. Die Artillerie steht da ganz gut. Und damit sind wir durch. Letzter Zug. Ach, guck mal, jetzt machen sie ja alles, was geht. Ja klar, hinter mir nochmal Truppen landen, das ist so Quatsch. Genau da, wo meine Flak nicht mehr hinschießt, oder was? Ja, um meine Panzerabwehr zu attackieren. Ja, das macht jetzt auch so viel Sinn, ihr Abköpfe, ey. Scheiße. Aber gut, dass die sich einfach nur zurückziehen. Nicht alles verlieren. Geht eure Panzer schießt da drüben nochmal klein, okay. Shit. Der hat gleich wieder Level up, so Quatsch, ey. Wenn die Einheiten steigen, dass die einfach wieder fit sind. Das ist so ein Schwachsinn. Oh, ich habe Erfahrung gemacht. Cool. Ich habe einen anderen Panzer getroffen. Gleich alles repariert. Scheiß Artillerie. Ja, meiner hat auch ein Level up. Wir sind ein ausgleichen die Gerechtigkeit quasi. Ah, ist das herrlich. Im Haus wird gebohrt. Aber es macht immer Spaß. Eine Munition. Ja, Reichweite brauchen wir glaube ich nicht. Bruder Schreckgespenst, das wird noch geiler. Artillerie ist ja nicht dafür, da Schaden zu machen, sondern um die dreckigen Bastarde Lust zu werden. So, guck mal, ihr habt meine Panzerabwehr beschossen, ja? Was ist denn, wenn ich... Ne, ich bomb die jetzt erstmal da raus. Ich bomb die Schweine da erstmal raus. 49% nur. Ja, ich kann den Stalingrad reinfahren, dann habe ich gewonnen. Jetzt geht es also nur noch darum, ein bisschen Erfahrung zu machen. Super, bohren macht Spaß. Bohren ist einfach das Geilste. Immer rinbohren. Uhrzeiten sind unwichtig. Andere Menschen sind scheiße. Hauptsache bohren. Fahr ich den jetzt noch risikohaft rüber, einfach nur um zu gucken? Nee, ich repariere den Quatsch. Hier auch. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Wie gesagt, wir können die da drüben jetzt einfach weg reinfahren, dann haben wir es. Aber ich will mich noch an ein paar Schweine rächen, die mir so schwer gemacht haben. Überfahren ist echt nichts mehr da. Cool. Schießt sie da weg jetzt. Deswegen kriegen denn meine Panzer vielleicht nochmal ein Level. Oder zumindest Erfahrung. Für schwerere Missionen. Also noch schwerer als das hier ohnehin schon war. Die Mörser hatten leider keine Muni mehr gehabt. Okay, die hier können wir alle nichts mehr reißen mit. Nee. Ich sag, du musst bloß rinfahren, aber es könnte. Ja, ihr könnt nichts mehr machen. Der könnte auch noch rinfahren. Aber der kann auch noch mal hier rüberfahren und auf die schießen. Der kann auch noch eine weiterfahren. Ah ja, macht man. Ich schieße jetzt zurück und soll er weg. Natürlich nicht. Ihr seid nicht weg, weil ihr einfach nichts trefft. Ach, das wäre schon gewonnen. Ich will jetzt eine Luftaufklärung hier haben. Die ist ja, ich hätte noch eine rübergehen sollen. Da ist die Flak. Okay. War klar, dass die noch ist. Okay. Die Flak ist in Reichweite? Ja klar. Das heißt, du musst noch 6 Stärke. Na gut. So, komm. 18% nur. Hab ich nicht noch irgendwas, was der einfach so reinschießen kann? Einfach nur um sie zu ärgern? Ne, natürlich nicht. Der hier kann noch mal. Kann der eigentlich auch stürmen? Man nur 37%, 35%. Dann schießt du einfach nochmal hin. Jetzt stürmen wir die Bastarde da noch raus. Jetzt haben wir ein bisschen Money. Mit Erfahrung für den Druck da unten.
Da, Level Up. Habe ich doch gewusst. Jetzt geht es nur noch um solche Sachen. Ja, ihr könnt leider auch da drüben nichts mehr reißen. Schade. Ich könnte noch einmal Truppen besorgen. Vielleicht noch meine Sturminfanterie. Die hier rüber guckt. Da ist wirklich nur die Artillerie. Mach die mal weg. So ein bisschen Rache hier. Scheiß Stalingrad. Die Flak steht halt immer noch. Die hat sogar noch mal ein Level abgekassiert. Das ist schon frech. Was haben wir jetzt? Ne, das ist der wichtigste Panzer von allen. Den darf ich nicht benutzen. Ihr könnt einfach nur rüberlaufen. Der Panzer hier, ja, der kann eine vorfahren. Und ihr haltet euch einfach. So, noch was. Die Flak, die kann jetzt auch nichts mehr reißen. Der muss reinfahren. Jack hat auch keinen mehr in Reichweite, den er umlegen kann, ne? Ich habe, glaube ich, alles getan, was möglich war. Die Kavallerie, kommt die nochmal irgendwo ran? Ne, leider nicht. Leider nicht. Noch ein Leichenpanzer. Reicht nicht. Ich könnte höchstens gucken, ob ich da unten noch was sehe, was da drin ist. Aber der hat zu viel Treffer, also zu wenig. So, und mit euch. Ja, okay, gut. Jetzt ist halt natürlich die ganze Folge ordentlich rausgezögert. Tja, die letzte Einheit. Könnte natürlich auch rum. Ach, wir machen jetzt kein Risiko mehr. Wir fahren jetzt mit denen da rein. Du kriegst noch ein Upgrade. Und dann. Huh! Operation Uranus in letzter Runde, im letzten Zug geschafft. Nee, ich glaube, der Mörser war am Ende das Richtige. Und vor allen Dingen, dass ich die Seite durchgebrochen bin über den Wald. Also quasi, kann ich noch bewegen? Nee, kann ich nicht. Dass ich hier links quasi im Bild über den Wald die Flughäfen erobert habe. Ich glaube, dieses Flankieren war, glaube ich, gemeint für die Stadt. Dass ich das hier oben wirklich nur halten musste. Deswegen konnte ich hier auch keine Truppen reinschicken. Ich glaube, das war so die Richtung. Dass hier oben nicht verlieren. Da ich die auch ein bisschen unterstützen, vielleicht wirklich nächstes Mal, wenn man das nochmal machen müsste, im Wald die Panzerabwehr mit reinschicken, denn. Also erst hier unten und dann im Wald oder vielleicht gleich im Wald. Das dürfen sie bloß nicht stürmen, also nicht gestürmt kriegen. Und dann kann man hier die Panzer zumindest an der Flanke, die immer hier versuchen rumzukommen, alle wegschießen. Das war ganz schick, weil die schwere Infanterie kriegst du hier einfach nicht weg. Sturminfanterie war halt noch sehr, sehr nützlich hier drüben. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Sturminfanterie reinpacken sollen und die normale mit rüberlegen. Aber dann hätte ich das drüben vielleicht schwerer erobert. Also insofern ein paar Mal ungünstig in die Panzerhaubitzen gefahren. Gut, ist jetzt egal. Ihr schafft es, ihr schafft. Insofern kommt jetzt wieder nochmal ein Endvideo. Bis gleich. The success of Operation Uranus can be considered as the turning point of the Battle of Stalingrad. The surrounded forces of General Friedrich Paulus's 6th Army have found themselves in a miserable spot, and their surrender is becoming more and more inevitable with each grueling week. Stalingrad is the second major city besides Moscow defended by troops under Georgi Zhukov's command, which managed to successfully repel enemy forces. As it stands, Leningrad is the only remaining large metropolitan area in danger of German capture. Ja, da bin ich wieder. Die Russen haben also alle ihre Städte quasi verteidigt. Wenn auch mit hohen Verlusten. Aber nun gut. Dann sind wir nächstes Mal bei Operation Iskra. Die sagt mir gar nichts. Kursk ist klar. Hinten Berlin ist klar, Operation Bagration oder Bagration. Ich weiß es nicht, sagt mir jetzt auch nichts. Also 2 von 4 kenne ich noch. Zumindest von Hören und Sagen. Ja, dann danke ich wie immer fürs Zuschauen. Und mal schauen, wie es nächste Mal läuft mit Russen. Insofern, ciao, ciao.